Willkommen zu einem neuen Rezeptvideo. Heute zeige ich euch meine scharfe Schafspfanne. Was du dazu brauchst, sind 2 Eier. Du brauchst Schafskäse. Du brauchst Gemüse. Ich habe hier Tiefkühlgemüse genommen, so ein Sommergemüse. Du kannst aber auch jede andere Art von Gemüsesorten nehmen. Dann brauchst du, hier haben wir Schinken. Ich habe 4 Scheiben Schinken genommen. Dann habe ich eine halbe Zwiebel gewürfelt. Und auch noch den Schafskäse, ungefähr so 4 bis 5 kleine Scheiben einfach gewürfelt. Gut, es geht los damit, dass wir zum Braten immer Kokosöl nehmen. Kokosöl wegen den gesunden Fetten. Einfach mal 2 Teelöffel davon rein. Wenn euer Fett geschmolzen ist, dann tut ihr einfach die Zwiebeln schon mal rein und lasst die Zwiebeln kurz anbraten. Als nächstes tun wir dann unser Sommergemüse noch hier dazu. Dann habe ich noch eine halbe Knoblauchzehe hier reingemacht und werde die auch noch mit dazugeben. Das gibt immer einen sehr würzigen Geschmack. Dann haben wir noch 2 Eier, die tun wir auch gleich noch hier jetzt mit in die Pfanne rein. Einmal, zweimal, damit wir auch hier bei diesem Essen auf unseren hohen Proteingehalt kommen, der uns sehr gut tut, wenn wir Muskeln auch aufbauen möchten. Ihr nehmt euch dann einfach euren Schafskäse und euren Schinken und lasst das Ganze hier in der Pfanne anbraten. Heute nehme ich zum Würzen Kurkuma, hat mir Kolja empfohlen. Und nach einigen Studien soll Kurkuma richtig gut sein gegen Krebs. Und deswegen heute ein kleines bisschen Kurkuma rein. Das gibt auch immer so eine schöne gelbe Farbe hier im Essen. Sieht dann immer noch gleich besser aus. Man sagt ja auch, das Auge isst immer mit. Und dann habe ich aus dem Garten noch ein bisschen frischen Petersilie, den ich hier rüber tue. Und wir würzen das Ganze, damit es auch ein bisschen scharf ist, ein bisschen Geschmack kriegt, mit Tabasco. Seid hier allerdings vorsichtig, nehmt nicht ganz so viel. Und ihr wisst ja, Schärfe ist immer gut für die Fettverbrennung. So, das reicht schon. Und damit kurbeln wir dann auch nochmal unseren Fettstoffwechsel so richtig an. Und dann seht ihr eigentlich hier schon, das Essen ist jetzt schon so gut wie fertig. Wie gesagt, als gutes Abendbrotessen, wir haben hier gute Proteine drin, wir haben viel Gemüse drin. Durch die Schärfe regen wir den Stoffwechsel an, den Fettstoffwechsel an, haben hier auch durch den Schinken nochmal für unsere Muskeln gute Proteine. Wir müssen das nicht salzen, weil der Schinken schon immer ziemlich salzig ist. Ja, ich würde sagen, guten Appetit, lasst es euch schmecken. Wenn ihr noch weitere kostenlose Rezepte von mir haben wollt, geht einfach mal auf meine Seite natalien.com. Da habe ich schon eine 4-teilige Serie rund ums Thema Bewegung und Ernährung für euch zusammengestellt. Gebt einfach eure E-Mail-Adresse da ein auf der Seite, dann kriegt ihr jede Menge neue Informationen von mir. Lasst es euch schmecken. Ciao!